Ich war, man ist jetzt gefühlt, ich werde 42 und weißt du selber mal. Ich habe wandernde Geheimratsecken, ich kenne das. Ja, und irgendwann kriegst du ein Problem damit. Also ich habe damit echt ein Problem gehabt und habe gesagt, jetzt. Ich habe eigentlich komplett gemacht, ich habe die ein bisschen auffüllen lassen. Meine Geheimratsecken sind fast noch da. Ja. Und ja, gut dran. Schön. Ist auch gut. Nee, ich fasse nicht an, um Gottes Willen. Weil ich jetzt gerade 10 Tage habe. Ja. Wo haben die denn die Haare rausgeschnitten? Jeck, guck doch mal richtig. Komm hier. Jetzt, da zeige ich doch mal richtig. Ach, hier. Hier hinten. Da haben sie weggenommen. Jetzt fangen wir mal an. Ah, also. Ja. Wir haben hier 4500 Grabs. 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 Wie? Grabs. 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 Entschuldigung. Grabs. Entnommen. Ein Grab. Ein Haken. Ich habe da echt Probleme damit. Also der ist schon enorm, ne? Wenn man das vorher sieht und nachher, also ist schon, also ich bin total begeistert und kann nur sagen, das war der beste Schritt, den ich je gemacht habe. Da kickst du, wa? Ja! Ich hab jetzt wieder Haare. 3 Monate sind vergangen, seit ich mich unter das Messer gelegt habe und habe mir die Haare transplantieren lassen. Und ich muss sagen, es war die beste Entscheidung. Ja, man wird ja ein bisschen eitel, also sonst bin ich eigentlich gar nicht so eitel, aber was die Haare betrifft, da hatte ich schon ein Problem mit und ich bin echt begeistert von dem Ergebnis. Ja, guck, geh ruhig ran, Jana, jetzt darfst du. Sonst muss ich immer sagen, nicht so nah, nicht so nah. Seht ihr das, wie die Stoppeln hier kommen? Das ist so. Die ersten, also in den ersten 3 Monaten werden sie eingesetzt und fallen aber auch wieder aus. Und dann kommen sie wie bei einem Baby. Also so, sie wachsen dann, erst kommt so Pflaumen, man kann es ja sehen. Und dann entwickelt sich das Pfläumchen, der Pflaumen zu einem Haar. Es wurden mir ja 4500 Grafts wurden mir entnommen, oben eingesetzt. 11.000 Haare sind daraus entstanden. Wie ging es dir denn in der ersten Woche nach der OP? Ganz schrecklich, von den schlimmsten, nein. Es war also nach der OP die ersten 3 Wochen waren schon nicht von schlechten Eltern. Also die OP an sich ging 12 Stunden. Und danach musste ich dann 8 Tage so im Sitzen schlafen. Ich hatte ein Nackenkissen und hab dann so geschlafen, auf der Couch. So, ich durfte ja nicht nach links oder rechts, weil dann wären ja vielleicht die Haarwurzeln wieder rausgegangen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, passiert auch Folgendes. Du bekommst eine Kochsalzlösung unter die Kopfhaut gespritzt. Und die läuft dann auch ab, über die Lymphen. Also die ganze Kochsalzlösung läuft dann über die Lymphen ab. Und ich sah dann aus wie ein Boxer, als hätte ich 10 Runden gegen Klitschko geboxt. Hab natürlich auch verloren, so sah ich demnach auch aus. Und ich hatte dann solche dicke Augen, ich hatte solche Schläfen, richtige Hörner. Dann ging das über die Wangen und dann hier hatte ich da wirklich sprichwörtlich so einen Hals. Und das ging dann so 3-4 Tage und dann war es weg. Ja, dann sah man schon so der leichte erste Ergebnis, bis die dann wieder ausfallen. Dann ist man erstmal wieder geschockt. Wie? Wir haben sie gerade eingesetzt, dann fallen die wieder aus. Das ist dann nicht so gut. Aber jetzt sieht man ja, ich bin da wirklich auch. Ach, das ist Wahnsinn. Ich lass mich. Ich bin einfach nur happy. Benutzt du denn schon Gel? Ne, Wachs, bitte. Ja, ich benutze Wachs. Ich hab auch schon eine kleine Frisur, kann man ja demnächst auch mal zeigen. Es geht jetzt nicht, aber kein Wachs. Ja, man sieht's. 30 Jahre jünger. Nein. Also bist du zufrieden? Voll. Voll. Mega zufrieden. So, nochmal. Also ich finde das Ergebnis top. So, dann würde ich mal sagen, mach ich gut. Schwingende Hut,
Gibst du mir nochmal den Reif?